Liebestagebuch, ich bin's wieder, dein Frankie Wally. Hab heute festgestellt, bin schon 7 Jahre im Amt. Also, das mit den 7 Jahren wusste ich. Aber dass ich noch im Amt bin, hatte ich vergessen. Also bin ich erstmal ins Land rausgefahren, um mein Volk zu grüßen. Reisen ist super, ich komme rum und niemand kann sagen, ich würde nicht arbeiten. Never stop exploring. Dabei ist mir wichtig, dass auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Hab dann erstmal eine Rede gehalten, aber Reden macht hungrig. Nach dem Essen war ich dann erstmal in dem Wald spazieren. Hab ein bisschen überlegt, was man als Bundespräsident eigentlich so macht. Eigentlich bin ich ja so eine Art König-Ersatz. Also bei der Queen fanden es alle toll, dass sie unpolitisch war. Und es hat voll gereicht, dass sie viel winkt. Ich sollte auch mehr mit den Händen machen. Naja, oder brauche ich Fanartikel? Ich könnte meine eigene Sexpuppe rausbringen. Dafür ist Deutschland bestimmt noch nicht bereit. Hab mich dann entschieden, noch mehr Reden zu halten. In meiner ersten Amtszeit waren es nur 650. Im Internet hat jemand geschrieben, ich würde zwar viele Reden halten, aber nichts sagen. Hab mich über das Lob gefreut. Hab dann erstmal eine neue Rede geschrieben. Ist mir erstmal kein Thema eingefallen. Vielleicht, wie wichtig Reden halten ist. Reden. Das ist Sprechen mit Worten. Sprechen ist wie Reden, nur umgekehrt. Seit dem Ukraine-Krieg meckern Leute, dass ich früher geholfen habe, Deutschland von russischer Energie abhängig zu machen und heute trotzdem Präsident bin. Naja, ehrlich gesagt habe ich durch meine kleine Mini-Brille die Verträge gar nicht richtig lesen können. Frech, diese Kritik, dann könnte ich mich ja aufregen, so wie früher. Verdammt nochmal, leckt mich doch, ihr dreckigen kleinen Bei meinen Reisen sagen mir die Leute immer mal, ich müsste mal eine große einende Rede halten, an Werte erinnern. Bisschen wie, wir schaffen das oder der Islam gehört zu Deutschland. Klar kann man alles machen, aber oh, es hat geklopft. Was wollen die denn? Ich halte mal eine Rede. Oh, sind schon weg. So, ihr liebes Tagebuch, ist ja schon fast Nachmittag. Also jetzt noch eine gute Nachtrede und dann gehe ich auch schon wieder heier machen. Ja, Schüsseldorf. Du, hast du das Video jetzt ganz bis zu Ende geschaut? Dann lass dir ein wenig Zeit, bevor du das nächste anklickst. Entspann dich erstmal, schließ die Augen, atme tief durch. Besser? Gut, dann klickst du jetzt hier und guckst weiter in der ARD-Mediathek.